Ladies and Gentlemen, liebe Pelikane, willkommen zurück zu Darksiders. TDFLP hier, euer Ding am Start. Letztes Mal ist das Spiel mal wieder abrupt abgestürzt. Und da war ich auch echt sauer. Und jetzt sind wir wieder da, wo wir abgestürzt sind. Steigen vom Pferd, ziehen unsere hässliche Maske an, fliegen da hoch und sagen: Ab geht er, der Peter. Wir bewegen uns auf die finale Schlacht zu. Da oben irgendwo. Es ist Abaddon. Uriel führt die Höllenwache gegen ihn an. Wie du vorhergesagt hast, die Höllenwache wird scheitern. Todesengel, diene mir ein letztes Mal. Das bin ich. Mich mit jemand anderem verwechselt. Sie hat ihn geliebt. Und ich glaube, dass er auch sie geliebt hat. Vor langer Zeit, bevor all das geschah. Törichterweise stellte er die Pflicht über alles und starb dafür. Wirst du ebenso handeln? Der Himmel jagt dich. Die Hölle hasst dich. Die gesamte Schöpfung schert sich nicht darum, ob du lebst oder stirbst. Schließe dich mir an, Krieg. Wie ein großes Schwert werde ich dich erheben. Und unsere Feinde werden vor uns erzittern. Die Beute von 1000 Ziegen wird dir gehören. Oder diene der Gerichtsbarkeit eines korrupten Rates und einem Schöpfer, der seine Gläubigen im Stich lässt. Diese Wahl biete ich dir, Reiter. Möchtest du dem Himmel dienen oder über die Hölle herrschen? Ich treffe die Entscheidung, die ein Feigling einst nicht traf. Abaddon! Wie besiegt man den? Wir müssen erstmal das Pattern herausfinden. Oh, wir können reiten. Das geht. Jörg, wir haben nur eh kein Leben mehr. Was macht der? Chillt da rum? Oh mein Gott, wir sterben gleich. Ich muss was ändern, das ist ja richtig useless hier, diese eine Sache. Wir brauchen die Maske nicht. Wir haben jetzt eine Pistole! Das war natürlich ein guter Move. Wieso bin ich nicht voll HP? Wieso war da keine Lebenskiste? Ladies and Gentlemen, willkommen zurück. Das Spiel ist mal wieder abgekackt, weil es einfach dumm war. Und wir probieren jetzt nochmal, den garstigen Boss so wegzuzwiebeln. Da hat er den ersten Sch... Wieso trifft er mich andauernd? Also, er hat mich doch vorhin auch nicht getroffen. Er ist wie ein... Alter, wieso trifft er andauernd?
Alter, Mann, ich will dich jetzt treffen! Okay, wir gehen vom Pferd. Das macht natürlich Sinn, sich 10-mal treffen zu lassen. Ich glaube, er will gleich angreifen. Ich will auch nicht gleich angreifen. Ich verstehe nicht, wieso ich ihn nicht angreifen kann. Es ist einfach, er outrunnt mich einfach. Habe ich ihn einmal erwischt? Kann ich ihm Damage geben? Anscheinend. Ich habe fast mein ganzes Leben verloren. Hat Sinn gemacht. Das machen wir mal wieder voll Sinn, weil ich habe mir eine Lebensessenz geholt, bevor ich angefangen habe, wieder aufzunehmen. Ich weiß nicht, ob das jetzt so über Damage ist oder nicht. Oh, anscheinend war es ein richtig guter Damage. Wenn er einfach mal einen Sturzflug auf uns macht und wir ihn nicht sehen. Das finde ich ja immer so großartig an solchen Spielen dann. Wenn man den Gegner nicht sieht. Wir haben ihn eigentlich getroffen, oder? Oder, Leute? Er liegt wieder auf dem Boden, da wo er hingehört. Verwandel dich jetzt zu Spaß, Alter, und kämpf gegen ihn. Mach Damage, irgendwas, mach einfach Damage. Der garstige Abaddon soll sich uns stellen, ist ein Mann oder eine Maus? Was? Das war schon richtig gut, glaube ich, ey. Ah, das sind wir gut ausgewichen, ey. Ja, schön Damage reinknallen dem alten Abaddon-Kopf, ey. Jetzt geht er wieder in die Luft und wir weichen geschwind aus. Er will nochmal ausweichen. Lassen uns nicht nochmal treffen von so einem übelsten Damage Output. Damage Output wäre zu high gewesen. Und dann geht er wieder auf den Boden. Da wo er hingehört, geht er. Nein, ich habe ihn nicht erwischt. Oh, Abaddon. Du alter Abaddon, komm! Du wirst weggeschnetzelt. Oh, das war knapp. Warum ist er nicht hingefallen? Großer. Das Ding ist, ich weiß halt nicht, ob ich jetzt... Oh nein! Ich dachte irgendwie, es wäre irgendwas Besonderes, aber es ist scheißegal, ob ich die Maske anhab oder nicht. Er hat einfach nur sehr viel Leben, der Typ. Haut drauf.
Okay, der Bosskampf scheint bis jetzt ziemlich easy zu sein. Einfach ausweichen, dranlaufen, nicht treffen, ausweichen, dranlaufen, auf den Boden mit dem Sack, vom Pferd runter und einfach Damage rauskloppen. Bam, 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 bam. Und einmal den hier noch. Zack, zack, zack. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt der richtige Attempt ist, um den Bossfight zu gewinnen. Also vielleicht muss man da wieder irgendwas Bestimmtes drücken, aber ich glaube, der hat einfach nur Bomben viel Leben, der Sack. Oder muss ich hier irgendwas drücken? Oh nein. Er hat nur viel Leben. Komm, der hat nur viel Leben, oder? Was muss ich da mit der Klinge irgendwas machen können? Irgendwie. Oder drücken. Ich muss B drücken, aber da. Bosskampf wird schon ein bisschen lange, ne? Ich schon. Wer ist da hinten? Oh, jetzt! Jetzt konnte ich das machen, irgendwas. Ich habe natürlich verstanden, warum, aber es geht. Hat bestimmt wieder länger gedauert, als es gebraucht hat, aber. Hör mal den B-Knopf! Lol. Okay. Oh, shit. Darauf habe ich gar keinen Bock. Ich habe gesagt, darauf habe ich gar keinen Bock. Ich konnte mich nicht verwandeln! Ich konnte mich nicht verwandeln! Was war das denn für eine gewichste Scheiße? Stell dich mir in meiner Ultimate... Der haut mich da einfach raus! Was ist das denn für ein Wichser? Was ist das denn für ein Wichser? Aha! Das ist... Natürlich! Wir geben dir eine ultimative Form, aber hey, du kannst sie nicht benutzen. Ich verstehe nicht, wie man diesen Gegner gerade besiegen soll. Soll ich mir so einen Stein nehmen? Ich hasse sowas. Ja, so muss ich ihn... Okay, übertreiben. Soll ich dich... Tod geschickt. Ja, blocken kann ich ihn auch nicht. Mhm, macht Sinn. Das Ende naht. Doch, jetzt habe ich ihn Ich habe ihn geblockt, aber ich konnte nichts machen! Okay, dieser Gegner ist einfach OP, wie ich sehe. Oh. Ja, sowas würde ich gerne öfters machen. So, weil dann kann ich den auch wegziehen. Nee, Leute. Was jetzt? Wie soll ich dem Scheiß ausweichen? Kann ich es dann erklären? Ja, voll viel Leben verloren, weil ich nicht verstanden habe, wie ich... Genau. Genau deswegen, weil ich nicht weiß, wann wir so zwiebeln können und wann wir nicht zwiebeln können. Maul jetzt. Kann ich doch nicht enden. Wir machen diesen Bosskampf fertig, Mann. Das interessiert mich nicht, wie lange das dauern wird. Wieso haben wir so wenig Leben wieder? Vielleicht kackt mein Spiel hier wieder ab, ne? Ich sehe schon. Nein, ich wollte... Nein! Nein, 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 ich will das eine. Ich will da jetzt einfach wieder mit dem quatschen. Das ist aber richtig frech, dass ich den da nicht so angreifen kann, wie ich mag. Das ist richtig asozial.
Hier, so, jetzt probieren wir das nochmal und das wird jetzt gehen, hab ich entschieden. Aber dann, du alte Kanaille, Alter. Dann auf meine Seite, Alter, du alter Dragon. Jetzt treffe ich ihn wieder nicht 50.000 Mal. Ich sehe schon kommen, ey. Ich habe gesagt, komm an meine Seite. Ich habe ihn getroffen. Wieso ist er nicht hingefallen? Wieso habe ich Damage gekriegt? Bug Day oder was, Alter? So, ich brauche gar nicht anfangen rumzubuggen, ja? Kriegt schon jetzt ein paar Watschen von mir. Dann soll er mal anfangen zu fliegen. Der soll mich hier nicht anhauchen. Sondern hier, der soll jetzt kassieren. Das ging gerade so schön. Ich verstehe wieder nicht das Problem. Sich einfach auf dem Boden zu chillen und zu sterben. So, alles gut. Der Boss macht das. Komm, kämpfen wir. Dann wirst du schon B drücken. Oder bist du noch zu stark? Du bist noch zu stark. Okay. Das ist richtig scheiße manchmal, diese Steuerung mit dem Pferd, muss ich ganz ehrlich sagen, was ich bin. So, können wir jetzt hier mal den Move machen. Du gegen mich, wir chillen, du liebst mich ein bisschen. Und dann drücke ich B im richtigen Moment. Ja, klar. I'm so wrecked. Ist das allweil noch oben? Okay, könntest du nicht durch mich durchgehen, wenn ich versuche, dich gerade zu töten? Das wäre richtig gut. Oh, so, jetzt machen wir das nochmal. Mal gucken, wie viel Leben wir zurückkriegen. Dann hauen wir den da durch. So, jetzt haben wir ihn gesehen, abgegeiert. Das haben wir schon gesehen. Können wir das wegklicken? Nein, okay, gut, dann nicht. Hast du Pech. Dann fallen wir nach unten. Alter Spast. Muss ich dem jetzt ausweichen oder muss ich gegen den kämpfen? Der Rat hat dich in deinen Tod geschickt. Vielleicht hat auch deine Mutter mich in den Tod geschickt, Alter. Du hast mich gezwungen. Wir machen einfach harten Damage. Wir delivern einfach. Dings, der kann halt einem ausweichen. Er ist ein richtig mächtiger Dude einfach. Wir können nicht in unsere Höllenform gehen. Das ist das, was mich so aufregt auch. Weil so, der stinkt, das wissen wir ja. Das macht er seine komischen Dinger. Ich weiß nicht, ob ich die irgendwie wegschießen kann. Ich bezweifle es.
Come with me, bro. Come with me, son. Ich werde nicht durch deine Hand fallen. Wenn ich will, dass du durch meine Hand fällst, dann fällst du durch meine Hand, du Stück Scheiße. Er hat Ur gemacht, das ist schon mal gut. Das heißt, er hat Schmerzen empfunden. Durch meine übermächtige Klinge. Das Ende naht. Genau. Das Ende naht. Und da kannst du nichts machen. Das Ende naht. Oh, der war scheiße. Oh, wie oft muss ich das so machen? Bestimmt noch zweimal oder so. Ah, schön auf den Kopf drauf, Alter. Naja, hol mal deine Steine. Oh, der war unüberlegt von mir. Komm an meiner Seite, du Spast. Das war ein ganz schön frecher Move, Alter. Mit dem habe ich nicht so früh gerechnet. Immer erstmal so ein Ding. What? Supporten wir uns wild durch die Map oder was? So, nicht so die feine englische Art. Wollte ich nicht, Mann. Du hast mich betrogen. Puh, supportet ja sechsmal. Macht Sinn. Wo ist er? Da. Wir schaffen das, Jungs. Das ist mächtig genug. Haben wir gewonnen? Du hast mich etwas gelehrt, Abaddon. Manchmal muss man die Pflicht vernachlässigen, um zu tun, was getan werden muss. Es ist nicht die Pflicht, die mich dich jetzt töten lässt. Was du gesät hast, Verräter! Sweet! We did it, guys! Krieg! Du hättest wissen sollen, dass es kein Zurück gibt! Der Rat! Sie wussten, dass du wegen deiner wertvollen Ehre niemals den Henker spielen würdest. Also ließen sie dich fallen. Sie wussten, dass du jeden abschlachten würdest, um deinen Namen reinzuhalten. Und du hast es getan? Nein! Geduld, Hure. Für dich habe ich auch noch etwas. Das nehme ich. Wenn es gebrochen würde, kämst du vielleicht auf Gedanken, wie zum Beispiel, nicht in deinen Käfig zurückzugehen. Es ist wirklich tragisch. Du hattest die Freiheit in Händen und dann hast du sie verloren. Was ist so verdammt lustig? Selbst du würdest nicht auf deiner eigenen Beerdigung lachen. Ich lache über dich. Nex Sacramentum. Der Todesschwur ist vollendet. Wachen Hure! Was hast du getan? Nein, nein, nein! Ich werde deine Innereien durch deinen heiligen Schein ziehen! Steh nur wieder auf! Ich werde dich nochmal töten!
Ich habe nur Befehle befolgt, wie du. Was hast du vor? Gegen den Rat kämpfen? Gegen alle kämpfen? Du wirst niemals entkommen. Hörst du? Niemals! Vergiss nicht, wer die Leine hält. Ich habe es nicht vergessen. Du wusstest, was passieren, was ich tun würde. Deshalb hast du mich verschont. Nein. Warum dann? Weil ich nicht wollte, dass die letzte Ehre des Himmels mit seinem Meister stirbt. Die Schulden sind beglichen. Die Pflicht könnte mich eines Tages wieder das Schwert gegen dich erheben lassen. Wenn dieser Tag kommt, werde ich nicht zögern. Du wirst gejagt werden. Die Weiße Stadt mit Sicherheit, der Rat und auch andere. Willst du diesen Krieg alleine führen? Nein. Nicht alleine. Hey, Company is coming. Some bros are joining the battle. Wir haben durchgespielt. Well done. Ich muss wirklich sagen, ich bin positiv beeindruckt von dem Spiel. Also das Spiel hatte alles, was mir hart gefällt an dem Spiel. Ja. Ich werde mich auch richtig schon freuen, den zweiten Teil zu spielen, aber da lasse ich mir ein bisschen Zeit für erstmal. Steht erstmal was anderes auf der Projektliste. Aber ja. Schön. Was ist denn, wenn wir auf Fortfahren klicken? Nur mal gucken, weil das Spiel ist ja jetzt beendet. Da kann man bestimmt so... Ah ja, nochmal den Endkampf nochmal machen. Ich verstehe. Ja, interessant. Gut. Vielen Dank fürs Zuschauen bei diesem Projekt, meine übergeilen Pelikane. Es hat sehr viel Spaß gemacht, dieses Spiel. Ich fand es sehr gut. Also, von 10 Punkten hat es 9 bekommen, auf jeden Fall. Ja, wir sehen uns beim nächsten Projekt. Ich weiß noch nicht, was es wird. Vielleicht Crysis, vielleicht Mass Effect 2. Vielleicht was ganz anderes. Aber bleibt gespannt. Bis zum nächsten Mal.